Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich habe heute mal mein Gesicht ersetzt gegen den Kollegen, den ihr jetzt gerade im Bild seht. Die Axt ist ganz schön groß und ragt hier ein bisschen ins Feld hinein, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. April. Ich wollte eigentlich, also ich habe jetzt tatsächlich eine Folge dazwischen geschoben. Eigentlich sollte heute was ganz anderes kommen, weil ich ja ein bisschen vorgedreht hatte, aber aus aktuellen Anlass, ich meine, klar, April hätte ich heute Morgen eigentlich erwartet, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe. Es hat nämlich fürchterlich geschneit und ich habe gedacht, Leute, ist das ein April-Scherz oder was? Was macht denn das Wetter mit uns? Naja, hier ist der Schnee ja schon weg. Hier kann man ihn im Winter immer nur an- und ausstellen, aber war schon eine witzige Sache. Aber ich glaube, heute Leute in den April zu schicken, ich weiß nicht, ob das die richtige Zeit ist. Ich meine, das Leben geht für alle Beteiligten weiter, gar keine Frage. Aber ich denke, vielleicht sollte man sich den einen oder anderen Scherz einfach sparen. Und auf uns kommen ja noch unter Umständen ganz, ganz andere Dinge hinzu, die das Leben betreffen. Aber ja, auch hier geht das Leben in Clash of Clans so ein bisschen weiter. Also im April, also die April-Saison fängt ja jetzt an. Wir sind noch im laufenden Clankrieg. Und das, was ich aber eigentlich immer als erstes mache, und damit kann ich auch schon eine Frage beantworten, die ich aber auch noch in den Kommentaren beantworte. Nein, ich habe kein Creator Code, aber ihr könnt natürlich einen angeben, wenn ihr den Goldpass kauft. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir den Goldpass immer über den Store kaufe, denn dort gibt es die für 11,99, also ein paar Euro gespart, 3 Stück. Und den gönne ich mir ja meistens mit dem Avatar und mit diesem Account hier. Das Ganze mache ich einfach zweimal und dann habe ich genug für 2 Monate oder 3 Monate eigentlich. 1, 2 für 3 Monate, ja. Dann habe ich eigentlich genug. Und deswegen, wenn ich hier jetzt auch Goldpass holen klicke, dann muss ich hier nichts mehr eingeben oder so, muss nichts mehr wegretuschieren wie früher, ja, sondern kann einfach sagen, holen, denn ich hab sie, ja. Man kann sie auch verschenken. Also wenn ihr einen guten, netten Freund beschenken wollt, dann muss er nur mindestens einen Tag, glaube ich, in eurer Friendslist sein und dann könnt ihr den Goldpass auch verschenken. Also auch auf der Webseite kann man einen Creator Code eingeben. Ich gebe meistens Noobs ein. Und das ist schnell und fix getippt. Also erstmal holen. Machen wir mal. Und Goldpass erhalten. Da. Ist mal so ein Jingle. Hört ihr jetzt nicht. Höre ich jetzt auch nicht, weil ich meistens den Ingame-Sound aus habe. Und ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man hier anfängt in dem Goldpass etwas zu machen, dass man nicht anfängt, wie ich hier, die Spenden rauszuhauen. Ja, sondern man sollte schon genau aufpassen, was man macht. Erstmal keine Gemspende, okay. Keine Gemspende machen. Ist das eigentlich eine gute Truppe, diese Drachenreiter? Wie viel Platz nehmen die eigentlich ein? Wohnraum 25. Ich glaube, wir nehmen auch mal einen mit. Komm, wir nehmen mal einen mit. So, 25 und ein paar Ballons habe ich ja weggetan. 1, 2 Zauber und eine Belagerungsmaschine. Da nehme ich jetzt auch schon immer nicht Belagerungsmaschine, sondern da nehme ich hier auf das I den Flammenstück oder die Flammenschleuder oder heißt es der Flammenschleuder, dieses Katapult heißt es einfach nur, okay. Nehme ich immer mit, weil ich es auch ganz gerne mal einsetzen würde. Im Moment kostet es noch 100.000. Klar, im Pass musst du dir erstmal wieder die ersten Sachen hier reinspielen. Das heißt also, damit es in die Belohnung reingeht, Forschungsschub, Bauarbeiter, Ausbildungsschub, also 160 Punkte ist mal wieder nicht viel. Das schafft man recht schnell. Das ist zum Monatsanfang immer da, ne, in der Liga. 6 Angriffe. Aber wir sind noch im Clankrieg. Also dort könnte ich natürlich 2 Sterne jetzt hier schon rein machen. Dann habe ich das etwas schneller fertig. Weil ich hier im laufenden Clankrieg noch angreifen muss. Zauber habe ich schon gespendet. Wir müssen ein paar Minenwerfer machen. Wir müssen Mauerteile in Mehrspielerkämpfen machen. Okay. 25 Sterne in Duelle und einen, oh, Sprungzauber. Okay. Sprungzauber mache ich ja nicht so gerne, obwohl doch Sprungzauber kann man machen. Aber hier müssen wir ein bisschen was machen. Und 25 Sterne in Duellen, das ist eigentlich schnell gemacht. Nur findet ihr natürlich Nachtdorf fürchterlich langweilig. Ich auch. Was heißt langweilig? Ich meine, hier tut sich nichts, ne? Nachtdorf ist halt irgendwie so eine, ja, wie soll man sagen, ne? Es ist halt Nachtdorf, ne?
Ich weiß noch, wo das Nachtdorf so angehypt war, ne? Wo so alle Nachtdorf und alle großen YouTuber und Spieler dieser Welt haben im Nachtdorf gesuchtet und es gab Turniere und es gab Events, alle ums Nachtdorf und das ist alles sowas von verstummt. Also ich meine verstummt bis zum gar nichts, ne? Weil man hört und sieht ja nichts mehr im Nachtdorf. Es ist einfach nur da und man spielt es. Ich habe schon ewig kein Turnier mehr gesehen hier. Es gibt sicherlich noch unter euch Leute, die hart im Nachtdorf aktiv sind, wenn nicht sogar Clans, die nur oder sehr, sehr viel Nachtdorf spielen, dort pushen, was auch immer. Aber es gibt ja auch nichts, also außer ein paar Medaillen und natürlich zwei oder ein paar Erfolge. Klar, ein paar Erfolge gibt es natürlich, da gibt es ein paar Gems für, aber das war es dann auch schon. Aber ich habe mir jetzt schon mal die Ein-Game-Spende hier reingeholt. Und da ist Supercell ja immer sehr, sehr nett. Das ist dann immer gleich am Anfang des Goldpasses und passt ja eigentlich immer ganz gut. 80%, das ist ganz schön viel. Da könnte man gewonnen haben. Haben wir auch. Und ich bin jetzt bei 4580 Pokalen. Ich gucke da noch nicht mal so richtig drauf, ne? Die beiden Sachen baue ich immer ab. Das sind die einzigen beiden Sachen. Ich weiß, das triggert immer viele, dass ich alles hier immer so stehen lasse. Aber das ist auch so eine schlechte Angewohnheit von mir. Hier im Hauptdorf sieht es bei mir eigentlich ganz gut aus im Rathaus 14 Bereich, obwohl ich jetzt im Livestream am Mittwoch dazu genötigt wurde, Mauern zu machen. Toto, hol mal die Kobis raus und mach mal ein paar Mauern hier. Eine schlechte Idee, oder? Ich bin auch nicht so hoch in der Liga. Könnten wir eigentlich mal so ein paar Wochen machen. Was meint er? So ein paar Mauern farmen bis zum nächsten Update, wenn es denn irgendwann mal kommt. Und was da kommt, das wissen wir alle gar nicht, was da auf uns zukommt. Und dann können wir natürlich nach der Nachtdorf ein bisschen knüppeln. Aber ich habe auf jeden Fall nicht versäumt, mir den Pass abzuholen. Mit allen Accounts, mit denen ich auch Pass gespielt habe. Das war auch sehr gut so. Erstmal das Ding holen. Und hab's da nicht versäumt. Ich hoffe, ihr habt es auch nicht versäumt, sonst große Überraschung. Hier bei den Clan-Spielen habe ich noch 2 Tage, 21 Stunden Zeit. Lasse ich mir auch noch ein bisschen Zeit. Denn ihr seht, Elex-Rune habe ich noch zum Ausgeben. Da gucke ich immer ganz genau, was ich hier habe, was ich ausgebe, um es nachzufüllen. Weil so ein bisschen möchte ich das hier natürlich befüllt lassen. Für das, was auf uns zukommt, würde ich sagen. Ja, wir sind im laufenden Clan-Krieg, Ich muss es euch zeigen, ist auch kein April-Scherz. Kein April-Scherz, Leute. Unser Clan hat tatsächlich eine kleine Serie. Schaut euch das an. 4-mal gewonnen in Folge. Und der letzte hier, die 56-55, die waren richtig, richtig gut. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen im Livestream, glaube ich, auch noch gekämpft. Ja, da habe ich Live-Angriffe gemacht. Die waren auch gar nicht so gut. Da sah es auch gar nicht so gut für uns aus. Aber schönes Ding hier. Schöne kleine Serie. Freut mich. Und auch hier habe ich mir sagen lassen, sei der Gegner nicht so gut. Ist auch tatsächlich nicht. Ist auch tatsächlich nicht. Ich zeige hier Uschi. Uschi ist mal mit im Clankrieg und durfte hier mal so eine Base machen. Ja, also unten seht ihr, Uschi hat noch geboostete Truppen. Ist also immer noch im Rathaus 9 Boost, also ich habe jetzt die Tränke ja nicht genommen, sondern ich bin da ja noch im Rathaus 9 Fertigungsboost, so nenne ich ihn mal. Und habe gleich mal die letzten beiden Bases gemacht, ein 8er und ein 10er. Ist natürlich ein gefundenes Fressen hier für mich, keine Frage. 6 leicht verdiente Sterne für den Clan. Und im oberen Bereich gucken wir uns aber den Max gleich auch an. Max wieder mit 3 Sternen. Habe ich die Tage schon mal gesagt, wenn wir Max nicht hätten. Max ist auch kein April-Scherz. Ich hoffe, dem werben sie nicht mal ab, aber ich freue mich jetzt schon auf die Liga hier und ich denke, wir werden hier trotzdem nur eine 15er spielen. Wir haben so ein bisschen von außerhalb ein, zwei Leute hier reinbekommen, die mit uns hier die Liga bestreiten und ich glaube, eine 30er können wir hier nicht spielen. Da müssen wir irgendwie so Rathaus 12 unten haben. Wir haben im Moment eher viele 10er und viele 11er. Da ist gerade mal wieder so ein bisschen durchgeleckt hier. Muss ich vielleicht doch mal meine ganzen Sachen hier ein bisschen updaten. Aber dennoch, naja, ich habe euch jetzt das April-Video, wie gesagt, ich wollte heute keinen in April schicken. Ich habe auch noch keinen in April geschickt. Ich wurde allerdings auch noch nicht in April geschickt. Das ist doch gut so. Möchte aber noch auf etwas hinweisen, was jetzt am Wochenende läuft. Denn ab
Samstag oder am Samstag ab 20 Uhr diesmal Rising Star Tournament. Muss ich mal ein bisschen in eigener Sache und natürlich auch für das Rising Star Turnier Werbung machen. 20 Uhr der erste Fight. Ich glaube, ich kämpfe dort in der Riege Epsilon. Also nicht ich, sondern ich zeige euch das. Rathaus 3, 4, 5, 6, 7. So gestaltet sich das Turnier ja. Also es ist nicht ein Rathaus 3 bis 7 Turnier, sondern ein Clan besteht aus einem Rathaus 3, einem Rathaus 4, 5, 6 und 7 und so weiter. Und dort zeige ich euch zwei Begegnungen am Samstag, also 20 Uhr und 21 Uhr, perfekte Zeiten für mich. Vielen lieben Dank nochmal an die Admins des Rising Star Tournament Turnieres, die mir da so ein bisschen hart hilfreich unter die Arme greifen. Denn ich bin bei vielen Sachen, obwohl ich bin EDV-Mensch, ich bin gänzlich vernetzt, wie das immer einige sagen, aber es gibt gewisse Sachen, da tue ich mich auch immer noch sehr, sehr schwer. Discord zum Beispiel. Discord ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt, mich da großartig einzufuchsen oder so. Aber um da gewisse Sachen dann wiederzufinden und so weiter, da war man mir so ein bisschen, oder da hat man mir hilfreich unter die Arme gegriffen. Ich sehe jetzt aber auch gerade, der Nummer 2 ist hier auch noch ersten Rathaus. Obwohl doch, es ist ein Fünfer, aber die Defensive ist darum nicht sehr, sehr gut ausgebaut. Das ist noch Rathaus 12 und 13 Style und auch mit Luft hier. Mit Luft, und ihr seht das hier, der Flammenschleuderer oder die Flammenschleuder hier unten macht das Stück für Stück. Der läuft übrigens auf dem Level 117 Sekunden, glaube ich. Dann geht er kaputt. Also entweder geht er natürlich kaputt, indem er beschossen wird, aber der fährt auch nicht ewig durch die Base und macht was kaputt, sondern der geht dann irgendwann mal auf. Hoppla, jetzt bin ich da gerade an den Regler gekommen. Mal sehen, was er hier noch drin hat. Noch mehr Loons, obwohl die überhaupt keinen Sinn mehr machen, ne? Achso, und da hat er noch einen Drachenreiter drin. Okay, einen Drachenreiter noch, aber guckt euch das an. Echt schön gemacht hier von Max. Sehr, sehr schick. Drachenreiter hat er da hinten drin gehabt. Naja, ein Drachenreiter. Achso, das ist ja das Zeug, was ich ihm eben nochmal nachgespendet habe. Müsste ich mir eigentlich nochmal angucken, den Angriff, um den nachzumachen. Martin braucht auch ein bisschen Verstärkung. Das mache ich aber nicht mit dem Account, da bin ich nämlich Fuchs. Das mache ich schon mit dem Avatar, denn der hier hat heute schon gespendet. Das mache ich gleich mit dem Avatar. Also ich logge jetzt gleich auch um auf den Rathaus 13, hole mir da auch wieder den Pass und dann starte ich hier in den April. Ich hoffe, ihr seid auch gut in den April gestartet, beziehungsweise habt euch noch nicht reinlegen lassen oder legt vielleicht dann doch nicht so viele Leute rein. Ich wollte heute niemanden reinlegen, auch hier keine April-April-Hurra-Folge machen. Das bin ich nicht. Und das hätte ich natürlich sein können, aber der April-Scherz war ja draußen, das Wetter. 1. April und es schneit. Oder es hat geschneit in der Nacht hier. Und gar nicht mal so wenig, also schon ganz schön viel. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem so als Einstieg ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und dann kommen noch weitere Videos. Das Video übrigens, was heute kam oder gekommen wäre, das verschiebe ich einfach auf morgen oder übermorgen. Dann habt ihr noch was zum Wochenende zu gucken. Und dann geht's ab Montag dann wieder in aller Frische los. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Livestreams dabei wart. Am Mittwoch war es super für mich. Vielen lieben Dank für die immer noch ganz, ganz tolle Clash of Clans Community Unterstützung eurerseits gegenüber mir. Also es hat mich echt gefreut und ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt. Ich habe natürlich nicht meine 2 Stunden gemacht, sondern 2 Stunden 40, also wieder überzogen. Und ich hätte hier noch stundenlang sitzen bleiben können, aber irgendwann muss ja auch mal pennen gehen. Bis dahin, schönes Wochenende, euer Toto. Clashed.